Hallo, willkommen zum neuen Unboxing, hätte ich jetzt gesagt. Leck mir mal, was ist denn mit mir kaputt? Also, neues Unboxing. Ich bin ja schon länger auf der Suche gewesen nach dem Sanremo 913P, also Plain Edge Version. Ja, und da kriege ich doch tatsächlich von meiner App Nachricht, Achtung, deine Suche wurde belohnt oder dein Warten wurde belohnt. Hier ist sie. Ja, habe ich mich dann da gemeldet bei dem, der das weggibt? Nee, nicht das hier. Nein. Sind kurz ins Gespräch gekommen und dann ballerte der mir so ein paar Sachen ums Ohr. So 42A-konform, kein Klingenspiel, tralala. So unser Jargon, unser, na, ihr wisst schon. Ich denke, na, das kann doch nur einer von uns sein. Wir kommen so ins Quatschen und einigen uns auf den Preis. War also Preisvorschlag. Gut, wir einigen uns auf den Preis. Und ich schrieb mal so zurück. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, als würde ich mit einem YouTube-Messer-Freund sprechen. Oh, und irgendwann mal kam dann, an wen soll ich das denn schicken? Er sagt, Arthur Brehm. Ach, Arthur, du bist das. Ja, und da ist das der, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Der Michael Schwarz. Und wir hatten schon vor längerer Zeit mal miteinander gesprochen, weil sein Sohn auch hier in der Gegend wohnt. Der Micha ist auch Kraftfahrer wie ich. Ja, und jetzt wollen wir unboxen. Erstmal schönen Dank, Micha, für den coolen, schnellen Deal. Oh. Ja, Mai. Übrigens nochmal hier für euch in die Kamera gehalten. Geschenke, Geldgeschenke und so weiter. Gold, Silber, Messer. Bitte hier entschicken. Danke. Da haben wir Fruchtsaft. Bärchen, 12 Sorten. Ja. Okay. Jetzt geht es. Achtung. Ja, Daumenpins hat er leider nicht mehr. Aber das ist nicht schlimm. Dann mache ich mir halt eigene drauf. Und ja, ich hab's. Ohne Pins geht's schlecht, aber mit dem Spidey Drop geht's. Cool, jetzt hab ich's. Hervorragend. Boah. Da hab ich so lange nachgesucht. Ich hab sogar mit Micha von Josiah Shop gesprochen. Und der sagt da nichts zu machen. Ich krieg's auch nicht mal nach. Aber jetzt hab ich's zu einem vernünftigen Kurs. Hervorragend. Hervorragend. Da, ja. Nur mal so zum Größenvergleich. Das Manix 2. Ja. Hervorragend. Vielen Dank, Micha, für den coolen Deal. Hat mich wirklich sehr gefreut. Gut, muss ein bisschen polieren. Auch gut. Daumenpins, mal gucken, wo ich die herkriege. Die passen. Vielleicht von einem ausgedienten Messer. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Sitzt ziemlich stramm. Nicht ganz mittig. Muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Das mache ich dann schon. Kein Thema. Cool. Sehr geil. Ja. Das Ulkige ist, aus Verzweiflung habe ich mir bei Gearbest oder wo auch immer, ne, auch bei eBay, das mit den Tilesurations geholt. Na gut, dann habe ich beide Versionen. So, jetzt aber gut. Muss mal jetzt gucken, wo ich die wo ich passende Daumenpins herkriege. Wahrscheinlich aus einem ausgedienten Messer. Soll natürlich ein bisschen ähnlich aussehen. Alles klar. Das war's schon. Sorry für die schlechte Auflösung, aber ich will es ja gleich noch hochladen. Ganz unbearbeitet. Irgendwie mache ich dann schon einen Titel noch dazu. Also dann, an einem verregneten Donnerstagnachmittag, bin gerade von der Arbeit gekommen und klatsch nass. Und diesmal ist es nicht Schweiß von der Hitze. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstagnachmittag. Ist eigentlich das richtige Wetter für auf der Couch rumzusitzen, Kaffee zu saufen und auf dem großen Bildschirm YouTube-Videos zu gucken, oder? Außer meine, bei der geringen Auflösung. Tschüss, Matjo, schwenkt du. Tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe.